Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Rayman. Oder Rayman Käufer, je nachdem wie man es nehmen möchte. Ja, ich muss mich hier nochmal durch zurückkämpfen. Also in der Hoffnung, dass ich das überhaupt packe. Denn sich hier durchzukämpfen macht gerade irgendwie erstaunlicherweise mehr Sinn. Als, ja, mit Absicht das Leben zu verlieren. Auch wenn es welche gibt da draußen, ich weiß, dass es die gibt, die meinen, nein. Andersherum macht es mehr Sinn. Den habe ich gar nicht mehr dran gedacht. An den habe ich so gar nicht mehr gedacht. Egal, dann passt das ja sowieso. Weil es ist wie folgt. Wir müssen irgendwie da unten rein. Mir ist ehrlich gesagt aber noch schleierhaft wie. Warte mal, gibt es da noch eine? Ach, okay, da oben gibt es noch eine. Okay. Dann brauche ich gar nicht mich da klein machen zu lassen, sondern kann einfach über diesen Weg. Hey, das ist halt. Weiß das halt erstmal, ne? Oder versucht das erstmal zu wissen. So! Jetzt habe ich euch auch hier alle Käfige eingesammelt. Alter Falter, aber das ist echt Krampf hoch 10. Sodele. Hmm.
dann noch aufgeploppt ist. Entschuldigung, wenn ich mich da gerade irgendwie ins Mikro gepustet haben sollte. Ich musste gerade mal schwer durchatmen. In Bezug darauf, dass das echt hier ein bisschen, ja, nicht nervig, aber auf jeden Fall sehr anstrengend ist. Und ich möchte jetzt ganz gerne auch mal zum Ende kommen. Scheibenkleister, jetzt weiß ich, wozu ich klein werden muss. Ich muss mich ja, hier muss ich mich klein machen. Scheibenkleister. Okay, Leute. Das heißt, ein grandioses weiteres Mal sich da treffen lassen. Hier schlau drüber hüpfen. Ich muss jetzt schon allein 10 Leben wiederholen. Also nicht am 13, aber ihr wisst, was ich meine. Das hätten wir. Es ist ja Aufwand genug gewesen. Und ich muss was dazu sagen. Das ist das erste Mal, dass ich schaffe, 3 Parts am Stück aufzunehmen, ohne auszurasten. So. Dazu kommt noch, wir haben jetzt noch 2 Level vor uns. Einmal das Level kurz vor der Space Mama Kampf. Und dann natürlich Space Mamas Kampf, das Level, ne? So, was ich jetzt aber erstmal mache, und das mache ich auch noch in der Aufnahme mit.
Jetzt nochmal Leben sammeln. Was knattert denn das so? Das muss doch nicht knattern. Hallo, hör auf. So. Die ersten zwei sind da. Warte mal, ich muss mal ein Stück rauszoomen. Drei Level, also 2-1-3 wieder das Prinzip. Bei dem zweitletzten Kunstlevel. Und dann bei Space Mama sind es 2-2-2. Also in jedem Level zwei Käfige. 2-1-3 und dann 2-2-2. Gut, ich werde mir die Seite mal für die nächsten Aufnahmen speichern. So, jetzt habe ich auch den Browser dicht. Ja, und ich würde mal sagen, was habe ich? Die Goldfaust habe ich. Die dazugehörige Superkraft dazu auch. Ja. Und jetzt würde ich sagen, daher die letzten Parts so ein bisschen erfolgreich waren, werde ich jetzt die Restzeit des Parts nutzen. Also bis ich bei, sagen wir mal, 28 Minuten bin und so viele Leben wie möglich sammeln. Und dann setze ich nochmal einen oben drauf und werde das hier zu einem langen Part machen. Ne? Also bitte dann in dem Fall nicht wundern. Wenn übrigens nicht nur die Käfige gezielt werden, sondern auch diese 10 Pings, please, Guys, also diese Magier, dann steige ich aus. Dann, keine Ahnung. Aber ich glaube, für die 100% werden wirklich nur die Käfige und der Hauptboss natürlich logischerweise benötigt. Stimmt, ich muss da eigentlich mal gleich nachgucken. Ich speichere gleich mal und guck mal nach, wie viele Prozent wir haben, jetzt nachdem ich ja wieder eine ordentliche Menge dazu geholt habe. So. Oh, Scheibenkleister, mir fällt was ein. Wir haben es 18:39 Uhr. Aha, ich habe vieles verpasst, was ich heute gucken wollte. Freue mir. So. Oh, was ich mal machen muss, daher ich jetzt die Kopfhörer seit knapp einer Stunde aufhabe, ist die Kopfhörer mal beiseite packen. Entschuldigung, wenn ich gerade gegen das Mikro gekommen bin oder sonst was, aber oh, ich habe voll Druck auf den Ohren. Erst recht, ihr müsst mal bedenken, ich trage jetzt momentan wieder Brille, damit ich einiges besser und schneller lesen kann, damit ich nicht erst entziffern muss. Ja, und die Bügel hinter den Ohrläppchen drücken nochmal zusätzlich gegen, ja, gegen das Ohr, ne? Also nicht nur, dass die Polster auf die Ohren drücken und ich jetzt mich selber höre und dadurch weiß, wie laut ich spreche. Nein, dazu kommt noch, wie gesagt, dass ich halt die Brille aufhabe und deren Bügel echt nochmal zusätzlichen Druck aufs Ohrläppchen wie auch aufs Knorpelgewebe oder was auch immer vom Ohr machen. Und das tut echt höllisch weh, muss ich mal sagen. Also alle Brillenleger da draußen, wenn ihr einen Tipp für mich habt bezüglich Kopfhörer und Brille gleichzeitig tragen, weil wirklich wichtig, dann gib mir den Tipp bitte. Und bitte keine lächerlichen, wie zum Beispiel schneid doch die Drähte deiner Brille ab und klemm sie an das Headset dran. Ne, sowas von wegen. Headset mit Brille unter, ne? Ich glaube, man kann sich sogar vom Optiker mittlerweile Brillen extra für solche Kopfhörer machen lassen, sprich, dass man die dann einfach nur, ja, zwischen Polster und Plastik klemmt, den Bereich, und dann kann man die immer hoch und runter klappen, die Brille. Die hat dann auch, soweit ich weiß, kein, na sag mal schnell, Bügelgummis, die da auf die Nasenknochen drücken, sondern die liegt einfach nur auf,
auf einen leicht dünnen Faden oder sowas in der Art. Damit man halt nicht sowas hat, wenn man es jetzt zum Beispiel hochgeklappt lässt. Dass man jetzt, wenn man etwas längere Haare hat, zum Beispiel wie ich momentan. Hallo, Metal lässt grüßen. Ja. Dass man sich dann mit diesen Dingern dann in den Haaren verhakt oder so. So. Ich habe jetzt großartig auch alles mitgenommen hier. Ich sammle ja jetzt, wie gesagt, erstmal nur jetzt wieder die Leben, dass ich auf Höhe 40 bin. Und da muss ich mal gucken. Also, Space Mama Kampf, ich komme so langsam in deine Nähe. Das Thema ist halt, ich muss auch dran denken, ich brauche dann mindestens, jetzt sagen wir mal, 3 Level, A 5 Leben, 15, 15 sind 20, insgesamt hochgerechnet, also 20 Leben brauche ich oben drauf, das heißt, ich brauche insgesamt eine Lebensmenge von, oh, sagen wir, schlappe 70 Leben. Dann sollte ich jetzt das nächste Level, was ich noch vervollständigen will, und Space Mamas Level, ja, mit mehr oder minder einem Durchlauf packen, ne? So, grandioserweise wird das natürlich eine Weile dauern. Aber jetzt, da ich ja wieder eine Art Vorproduktion hier mache für die Tage, ist das gar kein Problem. Apropos Vorproduktion, Just Cause endet jetzt bald in voraussichtlich 4, wenn es hochkommt, 5 Wochen. Kann auch 6 Wochen sein, also darauf stellt euch schon ein, dann kommt da ein neuer Titel. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, ob ich wirklich mir ans Daxel setzen möchte. Das würde ich doch ganz ehrlich gesagt auf einen neuen PC legen. Was ich am Überlegen bin, ob es jemanden interessiert, ist halt so die Frage. Und zwar wollte ich mal die Testphase von WoW eventuell machen. Man hat ja das Geschäftsmodell geändert, von wegen, dass man so eine Trivialversion hat. Dass man zum Beispiel, keine Ahnung, man kann jetzt 3 Monate gratis spielen und dann muss man es kaufen oder so. Haben sie ja abgeändert in, hey, hör mal, so und so ist das jetzt. Du kannst jetzt bis Level 20 spielen und dann musst du erst deine Monate zahlen. Finde ich ehrlich gesagt, ist ein bisschen besser und man kann dann auch viel eher ein bisschen mehr drauf eingehen. Jetzt ist das einzige Problem, es sind einige Sachen eingeschränkt. Zum Beispiel die Chatfunktion, du kannst mit Leuten, die über dir sind, also 10 Level über dir oder noch höher, nicht kommunizieren im direkten Sinne. Da musste man sich dann in Discord mit Leuten treffen, die ein bisschen länger WoW spielen und dann abschnacken. Hey, hört mal, ich will relativ schnell relativ viel zeigen. Habt ihr ein paar Tipps? Ne? Weil man das ja, wie gesagt, im Chat in WoW dann nämlich nicht absprechen kann. Die Frage ist, interessiert euch überhaupt WoW oder sagt ihr eher so, nee, bleibt mir weg mit diesen suchtgefährdenden Spiel, ich bin froh, dass ich davon los bin oder sowas in der Art. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde ich echt mal wissen. Also, WoW ja oder nein? Und wenn WoW, ob ihr auch dann das Classic auch sehen möchtet auf meinem Kanal eventuell. Weil, wenn ich WoW mache, wenn ich dann irgendwann anfange wirklich mal, dann würde ich sogar überlegen, das Classic zu machen. Und dann das eigentliche WoW. Aber das liegt ganz, ja, mehr oder minder an euch. Ne? Da warte ich dann mal auf eine Art Feedback von eurer Seite, wie ihr die Idee für an sich findet, WoW zu spielen. Ansonsten hätte ich auch noch die Idee, dass ich Minecraft nach langer Zeit mal wieder anrühre. Ich habe sehr, 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 sehr lange kein Minecraft mehr gespielt. Und in der Zwischenzeit sind wir von Version 1.5, war das glaube ich damals, wo ich angefangen habe, oder 1.4 sogar noch. Also eine sehr, sehr, sehr frühe Version. Mittlerweile bei 1.16 oder so bald. Bzw. schon irgendwann 1.17 kommt ja auch irgendwann. Also es geht recht schnell voran mit der Entwicklung von Minecraft. Ich finde auch gut, wie sich das entwickelt. Also immer mal wieder neue Gegner, neue Tiere, neue... Hast du nicht gesehen. Einziges Manko, was ich finde, sie könnten wirklich mal das Modding vereinfachen. Also klar, vielleicht ist das auch nicht umsonst so schwer. Weil man natürlich vermeiden möchte, dass man zum Beispiel auf offiziellen wie inoffiziellen Minecraft-Servern keinen Scheiß baut. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt für sich privat spielt, dass man irgendwie da Mods noch leichter hinzufügen kann. Keine Ahnung, dass das halt einfach noch mehr Hand in Hand geht. Also der Entwickler Mojang hat ja nicht mehr alle Rechte daran, ich weiß. Also zumindest an der Windows-Version haben sie kaum Rechte. Aber an die Java-Version, da würde ich sagen, kommt
Mach da doch mal, keine Ahnung, dass man einfach im Spiel irgendwie ein Modding-Tool hat, wo man sagt, okay, hier, diese Mod aktivieren und dann sind sie einfach drin, dann werden sie reingeladen oder so. Dass das dann von offizieller Seite auch geprüft ist. Weil, ganz ehrlich, wenn ich mal so gucke, auch von welchen Seiten zum Beispiel Forge oder sowas wie Submap oder Minimap Mods angeboten werden, dann sind es immer sehr zwielichtige und auch seltsame Seiten. Einige sogar welche, wo man zahlen muss für Mods, die theoretisch eigentlich komplett kostenfrei zu halten sind. Und da bin ich dann extrem sowieso vorsichtig. Wo ich dann sage, okay, vielleicht nehme ich die Mod einfach gar nicht. Was mich dann auch zum nächsten Thema bringt, warum ich überhaupt das Thema mit Minecraft anschneide. Ich wollte ja mal, das war schon länger her, ich gestehe, ich hatte damals keine Originalversion, mittlerweile habe ich eine Originalversion. Ich sage ja das auch immer wieder in meinen Videos, wenn ich eine Nicht-Originalversion habe, suche ich mir aber die Möglichkeit, irgendwann in naher Zukunft auch mir die Originale zu holen. Einfach aus zweierlei Gründen. Manchmal haben, nicht lizenzierte oder nicht original Spiele den schönen, aber kleinen, ja, Schönheitsfehler, dass man dann irgendwelche, ja, gemeinen Fehler einbaut für Spieldiebe, nenne ich jetzt mal. Oder Spielpiraterie-Spieler. Zum Beispiel, dass, keine Ahnung, der Endgegner unbesiegbar ist einfach, weil geklaute Version, ne, sowas in der Art. Aber wie gesagt, lange Cousin, ich habe ja jetzt eine offizielle Minecraft-Version und ich werde mir auch jedes Spiel, was ich irgendwie mir mal nicht auf legalen Wege angeeignet habe, auch auf legalen Wege immer aneignen. Einfach weil das halt auch mehr Sinn macht. Das möchte ich euch auch empfehlen. Wenn ihr das macht, so wie ich das ja gesagt habe gerade, ich habe eine lange Zeit auch auf einer, ja, nicht Originalversion von Minecraft gespielt, das muss ich dazu sagen. Das war aber einfach, weil es hat süchtig gemacht. Minecraft ist wirklich so ein Spiel gewesen, es hat süchtig gemacht. Jetzt habe ich mir deswegen ja auch die offiziell geholt. Einzige, was mich nur nervt, ist irgendwie diese Realm-Funktion irgendwie, wo man alle, glaube ich, 60 Tage neu zahlen muss, damit man weiterhin das Realm nutzen kann. Also, dass man ja von Windows oder Mojang geschaltete Server nutzen kann, damit man mit Freunden zocken kann. Finde ich ein bisschen schwierig. Na gut, dafür gibt es ja auch noch kostenlose Tools wie, jetzt fällt mir die Webseite nicht ein, wo man auf jeden Fall auch sich Server erstellen kann für Minecraft. Und das finde ich ganz ehrlich, finde ich auch besser. Kostenlos Server stellen, vielleicht mit einer kleinen Wartezeit vertretbar. Länger als eine Stunde sollte es aber nicht sein. Also wenn man wirklich einen großen Server aufsetzen möchte, sowas von wegen 80 Spieler, dann soll man schon eine Stunde warten dürfen, weil da weiß man, dass die dann auch eine lange Zeit zocken werden. Wenn man natürlich einen kleinen Server für zwei Leute, ja, dann möchte ich, dass eigentlich das relativ schnell Server zugeschaltet wird. Klar, das läuft heutzutage alles relativ autonom, das heißt, es ist ein Programm geschrieben, wo natürlich der HTML-Code abgelesen wird. Oh, da ist Spieler XY oder da ist einer auf unserer Website, der möchte jetzt einen Server starten. Dann startet im Hintergrund ein Programm auf einem Root-Rechner. Der startet dann einen Server auf einem Router, auf einem Server-Gerät, ne? Und den kann man dann natürlich x-beliebig natürlich auch schon vorher einkonfigurieren. Und das wird dann halt auch erstmal einkodiert. So, klar, das dauert dann vielleicht wahrscheinlich auch wegen der Entfernung ein bisschen länger. Aber wirklich, dann würde ich doch dann sagen, eine Art Analyse, so wie viele Spieler sollen es denn auf dem Server sein, wäre da dann ganz praktisch, damit man sieht, okay, kleiner Server schnell, okay, kein Problem. Großer Server nach mindestens einer halben bis dreiviertel Stunde, würde ich sagen. Ne? So, jetzt sind wir kurz vor eigentlichem Partende und ich habe so viel gequatscht schon wieder. Aber ihr seht ja, ich bin jetzt schon wieder bei 35 Leben aktuell und sammle jetzt gerade nur Perlen, weil es gibt einen Moment, wo es dann immer nur einen Leerlauf gibt. Da kriege ich dann kein Leben. Das ist wieder einer der Leerläufe. Übrigens ganz gut kann man dann auch sehen, wie viele Perlen insgesamt im Level sind. Und ich habe mir sagen lassen, das ist jetzt das Gemeine, in einem der späteren Level, die ich so gar nicht beherrsche bis dato, da müsste ich dann trainieren, kann ich exakt, aber auch wirklich exakt,
immer 99 kriegen. Aber auch nur, wenn ich alle einsammle. Und das Problem ist, zwei Kugeln sind zum Beispiel an einem Abgrund, wo ich ganz schlecht mich dranhängen kann. Und einer ist, wenn ich nur ganz kurz ja, einen gewissen Punkt berühre, erreichbar. Und das finde ich dann doch ein wenig schwierig. So. Aber nochmal zurückzukommen. Also, wie gesagt, Minecraft mit Mods würde ich auf jeden Fall noch vorschlagen, könnte ich mal machen. Das wollte ich gerade zumindest vorschlagen. Was dann noch wäre, wäre zum Beispiel, habe ich auch noch das Spiel Mauslabyrinth, nenne ich es jetzt mal, oder irgendwie Schieß Maze, heißt das glaube ich. Habe ich mal von Keymailer gekriegt von der Seite. Da habe ich auch den Entwickler natürlich dann quasi so mit angefragt. Möchte ich auch mal ganz gerne wissen, ob ihr das vielleicht haben möchtet. Ne? Oder. Also ich habe ein paar Spiele auf Halde. Ich muss sowieso mal die Hall of Shame, nenne ich sie mittlerweile so langsam wirklich, abklappern, weil ich habe echt eine Menge ungespielter Spiele. Darunter auch sowas wie Lucio, wo ich immer noch nicht weiß, wie es sich mit der Initialisierung bezüglich YouTube handelt. Ob man mittlerweile sagt, okay, hier, das darf man wieder bringen, oder ob da, ja, vielleicht sogar die Zensurschere angesetzt werden muss. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie Hafen Mute Buddy so in der Art sehe, keine Ahnung, zum Beispiel die Nippel wegzensieren muss, zum Beispiel sowas, ganz blöd gesagt. Also, keine Ahnung, wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Dann habe ich noch Ken Lynch, also diese zwei Verbrecher, die irgendwie im ersten Teil total cool rüberkommen, aber im zweiten Teil irgendwie den Plot Twist nicht kapiere, ne? Ja, und dann habe ich halt noch einige Spiele mehr. Also Ubisoft habe ich sowieso eine Menge Spiele so langsam. Da habe ich auch den Rayman 2D-Plattformer Legends, glaube ich, Rayman Legends. Und da weiß ich allerdings auch noch nicht, wie sich das da verhält. Ne? Jedenfalls 78 kann man insgesamt im Level sammeln. Wie gesagt, man konnte eben sehen, wie viele man insgesamt kriegen kann. Nee, aber wie gesagt, Kenny Lynch, da habe ich den zweiten Teil irgendwie nicht gereilt, wieso die jetzt auf einmal jetzt Militärangehörige sind statt Verbrecher irgendwie. Oder wie ich das halt erst verstanden habe, dass es Verbrecher sind. Keine Ahnung. Es ist halt irgendwie strange gewesen. So. Ja, dann habe ich natürlich die Tomb Raider Serie, die ich ganz gerne anfangen möchte, aber da würde ich tatsächlich doch immer noch gerne warten, bis ich den neuen Rechner habe, was echt nicht mehr lange dauern sollte, daher ich jetzt noch einige Artikel für eBay gefunden habe. Unter anderem Turnschuhe der Größe, ich glaube, das war 46 oder 44. Also auf jeden Fall nicht mehr meine Schuhgröße. Ich bin schon kurz vor der 50. So ganz knapp davor. Oder schramm halt immer wieder dran. Je nachdem, wie die Schuhe auch ausgelegt sind, ne? Ist auch noch so eine Sache. Nee, auf jeden Fall. Nee, mal gucken. Ich habe sowieso noch Schuhe zum Aussortieren. Da kriege ich bestimmt noch einen 20er raus. Und ja, keine Ahnung. Die Laufwerke muss ich bei Zeiten mal neu reinstellen. Ich habe noch einen Drucker von Epson, der, soweit ich weiß, noch nach wie vor unterstützt wird. Allerdings der Zähler zurückgesetzt werden muss. Also der, wie viel Blatt Papier wurden gedruckt, Zähler. Ist halt so ein Verschleißzähler eigentlich. Aber ganz ehrlich, das braucht heutzutage kein Gerät mehr, weil, ganz ehrlich, wenn ein Drucker kaputt ist, ist er kaputt. Fertig. Nicht erst nach Platz so und so. Zumindest schreit das ganz stark nach. Nö, Blödsinn. Du hast jetzt Platz so und so gedruckt, ich bin jetzt kaputt. Ne? Also das ist wirklich bei den Drucker wirklich einfach so ein Makel. Den werde ich höchstwahrscheinlich für 30 Euro an Bastler verkaufen. 30 Euro aus dem Grunde, weil der doch recht teuer war damals und man sich das dann so wieder reinholen kann wenigstens. Die, ja, Differenzsumme? Keine Ahnung. Ob wir die Referenzsumme, genau, also diese Bruchteil einer Summe von dem Gesamtwert. Wie dem auch sei. Drucker sind allgemein immer recht teuer, habe ich gesagt. Genauso wie Scanner. Was ich dann noch anzubieten habe, ist zwei alte Bildschirme. Die kann man halt wirklich nutzen, wenn man zum Beispiel keinen zweiten Bildschirm hat, wie ich jetzt schon mit HDMI. Dass man sagt, okay, man holt sich irgendwie einen Adapter auf IDE oder sowas. Und dann kann man halt den auch noch anschließen, einfach damit man gucken kann. Ne? Ja, was habe ich noch?
eine alte Festplatte, die ich noch überprüfen muss, was da drauf ist. Die werde ich dann leer machen und dann dementsprechend auch noch bei eBay reinstellen. Bis entweder werden die alle Daten runternehmen und dann komplett, ja, mit Permarauschen überspielen, damit die Daten endgültig gelöscht sind, die drauf waren oder sein sollten. Was habe ich noch vergessen? Ja, dann natürlich ein großer Fernsehen, der alte von meinem Opa väterlicherseits. Möge er in Frieden ruhen. Ja, leider nicht mehr auf Erden. Aber ich habe ja, wie gesagt, einen Flatscreen jetzt mit HDMI und ich muss mich halt entscheiden. Behalte ich den Fernseher von meinem Opa wegen die Mentalitäten oder nehme ich den Flatscreen, weil er zum einen weniger Platz braucht und mir die Möglichkeit liefert, wenn ich aufnehme, auch zu sehen, wie lange ich schon aufnehme und Co. Ist halt immer so eine gute Möglichkeit, ne? Ach stimmt, ich könnte auf dem zweiten Bildschirm auch mir sowas einblenden lassen, wie zum Beispiel, wo was ist, ne? Vielleicht sollte ich in naher Zukunft darüber auch mal nachdenken, dass ich den zweiten Bildschirm mal ein bisschen aktiv auch im Let's Play nutze. Na gut, jetzt hat das jetzt auch nicht so viel Zeit gekostet, in den letzten Parts immer mal schwissend durch auf die Webseite zu gucken. Klar, ihr habt davon gar nichts gesehen, weil ich das natürlich extern über den Google Chrome Browser laufen ließ. Wo ich übrigens nochmal sagen möchte, hör, ich kann das Steam-Overlay nicht öffnen, was ist hier verkehrt? Ding, ding, ding. Es ist Ubisoft. Gut. So, hier jetzt gerade der letzte Durchlauf ist, oder daher ist jetzt hier der letzte Durchlauf durch dieses Level ist. Und ich erst später weitermache mit Rayman. Würde ich sagen, ist nach der Beendigung dieses Levels, sofern ich dann volle Lebenskugeln behalte, auch Schluss erstmal. Dann sammle ich beim nächsten Mal 10 Leben mehr. Dann sind wir bei 57. So. Ich werde natürlich nachher im Off noch sein, deswegen sage ich 57. Weil 10 Lebensschüssen durchzusammeln ist besser als jetzt mitten in der Aufnahme nochmal zu sagen, okay, ich mache noch eine Aufnahme rein, wo ich nochmal Leben sammle. Da kann doch einfach im Off nochmal so 10 Leben sammeln und kurz vor der nächsten Aufnahmesession auch nochmal 10 Leben. Macht sich irgendwie besser. Gut, wie dem auch sei, ich speichere das Ganze ab. Würde sagen, daher ich mir immer doppelt und dreifach sicher gehen möchte, speichere ich zusätzlich nochmal hier. Und damit ich beim nächsten Mal nicht so weit latschen darf, ich weiß, es ist total blödsinnig, speichere nochmal hier. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie viel Prozent wir haben. Und wir haben 72%, das heißt, mit jedem nächsten Käfig, den ich kriege, also 6 Stück sind schon mal 78. 2, die mir fehlen bei den anderen Level, sind 80. Okay, cool. Dann fehlen mir nur noch 20 Leben. Okay, kann ich zurück? Gut. Dann würde ich sagen, sollte es gewesen sein, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao. Please don't forget to subscribe and activate the bell. Thanks.